Hallo und herzlich willkommen bei Project Makers, heute mit einem etwas anderen Projekt. Und zwar wurde ich in letzter Zeit sehr oft darauf angesprochen, dass ihr doch eure eigenen Spiele programmieren wollt. Das finde ich sehr cool, wenn ihr mich da ansprecht. Ich helfe da auch sehr gerne. Aber die meisten von euch wollen direkt loslegen mit einem MMORPG und wollen dann immer so eine Allround-Antwort, wie zum Beispiel, hol dir das Programm, dann machst du dies und das und danach hast du dein MMORPG à la World of Warcraft und kannst direkt loslegen und bist reich. So einfach funktioniert es leider nicht, aber ich dachte mir, aufgrund der häufigen Nachfrage erstelle ich mal eine kleine Präsentation sozusagen, wo ich euch mal erläutere, wie ihr Stück für Stück vorgehen könnt oder solltet, wenn ihr euch so ein Spiel erstellen wollt. Da ein MMORPG, also ein Massive Multiplayer Online Roleplay Game, eine ziemlich große Sache ist, dachte ich mir, ich mache mal eine so eine Lösung, ein so ein Weg, wie ich den gehen würde aufgrund meiner eigenen Erfahrung und Erfahrungen, die ich nochmal recherchiert habe in den letzten Tagen und Wochen, und möchte euch diesen Weg einfach mal zeigen. Das Ganze geschieht in 3 Videos, ihr seid jetzt heute hier im ersten Teil und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und gehen die Präsentation mal durch. Zuerst hier das Inhaltsverzeichnis, um was es geht. In der ersten Präsentation geht es Punkt 1 bis 4, also Brainstorming, das Manuskript, die Hardware, Software und die Geschichte. Über Grafiken sprechen wir heute noch nicht. Das kommt erst im zweiten Teil, da das doch an sich schon allein ein sehr großer Teil ist. Dann geht es weiter mit 6. Sound, Musik kommt danach, grundlegende Programmierung, also das Rumlaufen etc. Mit der Welt interagieren, Zwischensequenzen bzw. gescriptete Abläufe, also alles, was passiert, ohne dass ihr einen Einfluss darauf direkt habt. Es geht weiter mit der Programmierung an sich, also nicht nur das, was wir vorher gemacht haben, die grundlegende Programmierung, sondern das Ganze nochmal überarbeiten und die Feinheiten eben einbauen bzw. die Engine so abändern, dass man es so hat, wie man es will und braucht. Das Marketing, also wir werden auch über Marketing sprechen, das heißt Werbung, einen Trailer erstellen, das Release selbst im Nachhinein mit Updates, mit der Community drüber zu reden. Wir sorgen uns auch um die Nachhaltigkeit, das ist dann Punkt 13, das heißt hier Community-Arbeit, Updates, Serveroptimierung, um Lizenzen, das ist auch ein sehr wichtiges Thema, das habe ich hier hinten dran gepackt, darüber sollte man sich auch am Anfang schon Gedanken machen, aber das werde ich Stück für Stück einfach erläutern. Und 15, auf geht's. Wenn ihr die Punkte alle durch habt, könnt ihr theoretisch direkt loslegen und mit eurem MMORPG starten. Ich würde aber sagen, bevor wir so weit sind, fangen wir erstmal mit Punkt 1 an. Und das wäre das Brainstorming. Ideenfindung für das Projekt. An erster Stelle steht hier Einfälle notieren. Das ist der eigentliche Sinn von Brainstorming. Ihr sollt eure Einfälle notieren. Das heißt, ihr setzt euch zusammen mit eurem Team. Oder wenn ihr alleine seid, was bei einem MMORPG ziemlich vom Nachteil ist, setzt euch hin, nehmt euch ein Blatt Papier oder ein Whiteboard, schreibt es an eine Tafel, ganz egal. Wichtig ist, dass ihr es möglichst groß aufschreibt. Das klingt erstmal ziemlich banal. Das ist, ihr müsst es offensichtlich groß aufschreiben oder nehmt Post-it-Zettel und pappt es euch überall an die Wand, ganz egal. Hauptsache ist, dass ihr all eure Einfälle, egal wie absurd die klingen, alle Einfälle, die mit dem Spiel zu tun haben, die müsst ihr auch aufschreiben. Wie gesagt, wenn es am Anfang noch so absurd klingt, schreibt es erstmal auf oder technisch nicht machbar in Anführungsstrichen. Alles wird aufgeschrieben, alles wird irgendwo hingehangen. Aussortieren kann man später immer noch. Danach stellt ihr euch mal die Frage anhand der Einfälle, die ihr habt, was für ein Genre soll das Ganze eigentlich gehen? Also wird es jetzt ein MMORPG wie zum Beispiel World of Warcraft, ist da eben ein großer Aufhänger, sage ich mal so, wo man dann, ja, ist wirklich ein Roleplay-Game, im Sinne von Mittelalterschlachten bzw. von Zaubereien, oder wird es vielleicht rundenbasierend, habt ihr Lust, rundenbasierende Kämpfe zu machen, wird es ein Taktik-Shooter, sage ich jetzt mal so, das ist ja auch wieder eine ganz andere Geschichte, oder wollt ihr vielleicht ein Rennspiel machen, was auch als Rollenspiel im Endeffekt ausgelegt werden kann, indem ihr euer Auto zum Beispiel tunt und weitermacht. Das ist immer so eine Sache, die ist sehr wichtig natürlich am Anfang festzulegen, denn darauf basiert ja das Ganze alles. Das wisst ihr dann, also welches Genre es werden soll letztendlich, wisst ihr dann, wenn ihr eure Einfälle mal durchgeht. Dann ist die Frage, gibt es ein ähnliches Konzept? Also anhand eurer Einfälle und dem Genre könnt ihr jetzt schon ziemlich gut kategorisieren, was ihr da eigentlich produzieren wollt. Jetzt ist die Frage, gibt es denn so ein Projekt überhaupt schon? Ich sage jetzt mal, wenn jemand auf die Idee kommt, hey, wir könnten doch einfach ein Spiel machen, wo man Spiele hat und Klötzchen aufeinander stellt und daraus ganz tolle Sachen bauen kann, dann ist der Aufhänger hier wohl oder übel Minecraft. Und
dann muss man sich die Frage stellen, möchte ich eine Konkurrenz zu Minecraft bilden? Also möchte ich Minecraft, ich sage jetzt mal ganz dreist, vom Markt vertreiben? Ist natürlich jetzt auch kein richtiges MMORPG meiner Meinung nach, aber man kann es ja auch online spielen und es gäbe ja auch die Möglichkeit, ein MMORPG aus diesem Spielprinzip zu machen, in einem ziemlich großen Stil, sage ich mal so. Die Frage ist nur, wie realistisch stehen eure Chancen, wenn ihr das Spiel verdrängen wollt? Dann gibt es natürlich noch eine Alternative, wenn ihr sagt, okay, es gibt ein ähnliches Konzept, das Konzept ist erfolgreich, aber mir fehlen viele, viele, viele andere Punkte. Zum Beispiel, die Leistung ist zu schlecht bei Minecraft. Also produziert ihr euer Spiel schon mal mit einem Augenmerk auf Leistung. Oder ihr wollt ein wirkliches RPG daraus machen, also mit Skillpunkten etc. Dann baut ihr sowas mit ein. Dann sagt ihr, okay, die Grafik ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen zwar dieses Klötzchenbauspiel, aber in besserer Grafik. Ich nenne es mal als Beispiel zum, das Creativerse. Creativerse ist im Endeffekt ähnlich wie Minecraft, nur hat eine deutlich schönere Grafik. Für mich kein direkter Konkurrent, sondern eher eine Alternative. Und also legt ihr wieder Augenmerk auch auf die Grafik. Und wenn ihr dann diese Punkte hervorhebt und auch mit diesem Verb und nicht mit diesem Klötzchenbaustil, dann habt ihr eine echte Chance, neben dem Spiel Minecraft zum Beispiel auch zu bestehen und euren eigenen Markt eben dafür zu kreieren. Das ist also eine wichtige Sache, dass ihr hier schon ein bisschen Gedanken macht und nichts angreift, oder World of Warcraft wäre genauso ein Thema, nichts angreift, was in Anführungsstrichen unantastbar ist erstmal für euch. Denn ihr seid noch am Anfang des Ganzen, gehe ich jetzt mal schwer von aus, sonst würdet ihr euch das Video nicht ansehen. Und da macht es keinen Sinn, direkt gegen Windmühlen zu kämpfen. Die nächste Sache ist dann die grafische Darstellung. Und da ist auch wieder ein sehr wichtiger Punkt, eine sehr wichtige Entscheidung, die getroffen werden soll. Ist erstmal die allererste Frage, ist es zwei- oder dreidimensional? Zweidimensional, da müsst ihr viel mehr zeichnen. Eure Animationen sind eigentlich leichter darzustellen. Aber ihr müsst meiner Meinung nach mehr Liebe und mehr Genauigkeit reinstecken wie ein dreidimensionales Spiel. Denn beim zweidimensionalen Spiel habt ihr prinzipiell weniger Dimensionen, wo ihr drauf guckt. Also ihr habt im Endeffekt nur eine Wand, auf die ihr guckt. Und da können die Leute natürlich viel mehr sehen, sage ich jetzt mal so. Also auf einmal, die sehen dann wirklich den ganzen Bildschirm und nehmen auch alles wahr, wie in einer dreidimensionalen Welt. In einer dreidimensionalen Welt, sage ich mal in Anführungsstrichen, hast du ein Objekt, das du jetzt erstmal auf den ersten Blick von zwei bzw. drei Seiten siehst direkt, und die anderen drei Seiten sind erstmal nicht so relevant. Also da kann man noch ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen ungenauer arbeiten, aber dann wird es einem nicht so für krumm genommen. Dann ist die nächste Frage, was für einen Stil geben wir dann? Also, wir gehen jetzt mal von einem dreidimensionalen Spiel aus. Wir gehen auch mal von einem normalen Rollenspiel aus, wie zum Beispiel World of Warcraft oder die Gothic-Reihe, nur als Online-Rollenspiel. Wenn euch das nicht sagt, googelt es einfach mal zwischendrin. Die Gothic-Reihe, also Gothic 1, 2 und 3, die anderen könnt ihr vergessen, wobei der zweite meiner Meinung nach der beste war. Und an dem hangeln wir uns jetzt hier durch, an sowas in der Art. Also haben wir dann lieber einen realistischen Stil oder wollt ihr lieber einen Comic-Stil? Das ist auch ganz wichtig, dass ihr diesen Stil bei allen Objekten und bei allen Gegebenheiten, also bei allen Charakteren auch und in der ganzen Welt wirklich diesen Stil gleich haltet. Es schaut komisch aus, wenn ihr erstmal so einen Comic-Stil habt und dann kommt ihr vielleicht in einem anderen Bereich, in eine andere Stadt oder so, und die ist dann mehr auf realistisch gemacht. Also das wirkt dann sehr unglaubwürdig im Endeffekt, dass das passt dann nicht mehr so, es ist nicht mehr so stimmig und man kauft einem die Atmosphäre dann nicht mehr so ab. Wichtig zu wissen ist, der realistische Stil ist eigentlich schwerer darzustellen, weil man da schon, da versuchen die Leute immer einen zu vergleichen mit den größeren, also mit den AAA-Titeln. Das heißt, wenn man jetzt auf Realismus geht, dann gucken sie sich Assassin's Creed an und sagen, oh, schaut ziemlich realistisch aus, oder The Division. Und im nächsten Moment gucken sie euer Spiel an und sagen dann, ja, nicht so. Der Comic-Stil hat halt den Vorteil, dass man, ich sage jetzt mal, Konturen verwenden kann im Endeffekt. Und man hat dadurch die Möglichkeit, alles ein bisschen plastischer darzustellen, muss weniger Details einbringen und hat dadurch eben den Vorteil, dass man einmal viel weniger Arbeit hat an den einzelnen Objekten, dass man wirklich seinen komplett eigenen Stil machen kann und das auf eine Weise, die dann sehr wahrscheinlich dem Spieler selbst deutlich besser auch gefällt, wie wenn ihr es realistisch machen würdet und einfach nicht die 100% Realismus, die technisch machbar sind, hinkriegt. Das nächste ist jetzt wieder, hängt dann auch von der Grafik ab, welche Plattform wollt ihr denn für das Ganze? Also wollt ihr jetzt ein Handyspiel kreieren?
Dann müsst ihr natürlich auch die Grafik alles ein ganzes Stück weiter runterschrauben oder halt Tablet. Oder wollt ihr das für Konsolen zum Beispiel machen, also Xbox One oder PlayStation 4 oder die alten Konsolen vielleicht, also Xbox 360, PlayStation 3 etc. Wollt ihr vielleicht das Ganze für Macintosh oder Linux machen? Das wäre jetzt relativ spezifisch, sage ich mal. Gerade Linux macht man eigentlich eher selten Spiele dafür. Macintosh schon öfter, aber es ist jetzt auch wieder so eine Sache, ob ihr es dahin portieren wollt. Der größte Markt ist einfach der Konsolenmarkt, also PlayStation 4, Xbox One wäre der größte Markt. Aber zu Beginn würde ich empfehlen, entweder wirklich auf Handy-Apps zu gehen, da sogar Android oder Windows Phone. Oder wenn ihr auf dem PC, also entweder als Browserspiel könnt ihr das auch machen, oder ihr macht das Ganze als normale Windows-Version. Wenn ihr euch da so entschieden habt, wie gesagt, hängt natürlich auch von eurer Grafik ab. Wenn ihr jetzt sagt, okay, wir wollen ultra-realistische Grafik, dann macht es keinen Sinn, auf dem Handy zu spielen das Ganze. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal von einem Computer aus, mit einer, nicht Comic-Stil, aber schon mit so einem Comic-like-Charakter, also mit einer eigenen grafischen Darstellung, mit einem eigenen Stil, dreidimensional und einer Windows-Plattform. Und jetzt kommt auch wieder ein wichtiger Punkt, was nicht unterschätzt werden sollte. Das Team sollte eingeteilt werden. Und zwar gibt es ja oft Leute, die kreativer sind, die anderen haben ein besseres Gehör. Manche sind einfach kreativer, was die Literatur angeht, das heißt, sie können besser schreiben. Und dafür sollte man schon die Leute halbwegs einteilen, dass die auch ihren Bereich haben. Denn wenn ihr jetzt, sagen wir mal, zu viert oder zu fünft Zeit und jeder hat das Gefühl, er ist für alles zuständig, dann will auch jeder bei allem mithelfen. Das kann einerseits zu Streitigkeiten führen bei gewissen Entscheidungen, die man besser alleine trifft, sage ich jetzt mal freundlich. Andererseits kann es aber auch dazu führen, dass jeder etwas überfordert ist und dadurch nichts wirklich vorankommt. Also jeder macht immer überall ein bisschen, aber nichts wird wirklich komplett, also nichts geht wirklich voran. Wenn jetzt, sagen wir, ich gehe mal vom Beispiel von 5 Personen aus. Nehmen wir an, 4 Personen arbeiten in ihrem Bereich, mich in mir Sound, Grafik, Geschichte und Programmieren. Und Person 5 hängt ein bisschen hinterher, dann hat sie ein bisschen Ehrgeiz zu sagen, okay, die anderen 4 sind gerade schneller wie ich. Dann hat sie auch ein bisschen Ehrgeiz mitzumachen. Das geht euch auch so aus. Ihr werdet auch merken, wenn ihr allein arbeitet oder ihr habt es nicht wirklich aufgeteilt, dass sie schnell anfängt zu schludern, in Anführungsstrichen, kriegt es aber vielleicht auch gar nicht mit. Und das wird euch dann erst bewusst, wenn ihr merkt, wie viel Zeit vergeht, während ihr arbeitet. Und wenn ihr das ordentlich sauber aufteilt, dann habt ihr immer so ein bisschen so ein Level, auf dem das Team arbeitet. Und ihr könnt euch natürlich trotzdem gegenseitig unterstützen, das ist keine Frage. Aber es macht es euch eben einfacher, auch in dem ganzen Handling von der Zeit. Und ihr könnt eben auch besser voraussehend arbeiten. Also ihr könnt auch sagen, okay, nächste Woche haben wir zum Beispiel die Grafiken fertig oder nächste Woche ist Kapitel 1 abgeschlossen zum Beispiel. Was im Nachhinein, also wenn es dann später Richtung Marketing zum Beispiel geht, schon eine deutlich wichtigere Sache ist, wie das jeder überall ein bisschen mitgemischt hat. So, machen wir den nächsten Punkt. Hier haben wir das Manuskript. Das ist auch eine wichtige Sache, also stichpunktartige Notizen zum Projekt. Das ist wichtig für jeden, der daran arbeitet. Und es ist auch vor allem wichtig, auch wenn ihr allein arbeitet, wie gesagt, dass ihr euch ein Ziel setzt, ein Ziel des Spiels. Ich habe unten einen Satz mit reingeschrieben, den ich selbst sehr schön finde. Also der ist nicht direkt von mir, aber den habt ihr vielleicht sogar schon mal gehört. Wer nicht weiß, wohin er segeln will, für den ist kein Wind der richtige. Das heißt, ihr braucht erstmal eine Richtung, in die ihr geht. Zu Beginn wäre es erstmal ein Ziel des Spiels. Bei einem MMORPG ist es natürlich so eine Sache. Was willst du als Ziel machen bei einem Spiel, das ja theoretisch unendlich lang motivieren soll? Und diese Leute sollen ja immer motiviert sein zu spielen, die sollen ja immer noch eine Aufgabe haben. Aber auch wieder das gute Beispiel World of Warcraft. Was ist das Ziel in World of Warcraft? In erster Linie den letzten Endboss zu töten. Sag ich mal, alle Gegner zu töten, also alle Bosse zu töten und dann den letzten Endboss. Das ist das Ziel, dann ist die Welt in Anführungsstrichen befreit von wieder einem bösen Übel. Das kann man natürlich im Nachhinein noch ausarbeiten, kann noch ein neues böses Übel hinzufügen, wie es World of Warcraft so oft schon getan hat. Oder wie gesagt, wenn ihr eine andere Simulation machen wollt, also zum Beispiel ein Ballerspiel in Anführungsstrichen, wo es dann vielleicht darum geht, eine gewisse Sache zu erobern und die zu halten, dass man dann wirklich das mehr auf eine Art Strategiespiel aufbaut, dass man vielleicht, oder eine Wirtschaftssimulation könnte man auch als Online-Rollenspiel machen, dass man da eben sich ausbaut, möglichst mächtig macht, möglichst viel vom Land einnimmt, später vielleicht die ganze Welt beherrscht. Letzten Endes ist es egal, welches Genre ihr macht.
Wichtig ist nur, dass ein Ziel vorhanden ist. Es muss auch nicht zu exakt sein, aber es muss so definiert sein, dass es der Spieler auch versteht. Das heißt, töte den letzten Boss oder werde der reichste Mensch dieser Welt oder, ne? Setzt euch so ein Ziel, also es muss jetzt noch nirgends stehen, es steht nicht auf der Verpackung später drauf, sage ich mal so, aber es ist für euch wichtig, dass ihr wisst, wo das Ganze hinführt. Das nächste ist der Aufbau der verschiedenen Level. Das heißt, ihr müsst euch im Klaren darüber sein, wie die Level aufbauen wollt. Macht jetzt zum Beispiel ein Rollenspiel, dann solltet ihr gar keine Schlauchlevel machen, also nicht Level, wo man bloß von A nach B läuft und da eventuell ein paar Leute trifft, sage ich mal so, oder das zusammen mit Leuten macht, dann ist das natürlich relativ einfach gehalten. Also das kann man auch machen, gerade bei Side-Scroller-Games, also zweidimensionale Spiele, könnte man sowas zum Beispiel einbauen, dass die Level relativ geradlinig ist, was bei Side-Scrollern sehr oft der Fall ist, sage ich mal. Und dass ihr da eben mit Leuten zusammen diese Level macht, beziehungsweise die vielleicht in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Ich sage jetzt mal so ein Diablo als Side-Scroller als Beispiel. Könnte direkt anfangen mit Programmieren, ist eine gute Idee, gefällt mir gerade auf Anhieb auch sehr gut, ein Diablo als Side-Scroller. Auf jeden Fall seid euch im Klaren darüber und auch das Team muss sich dann natürlich einig sein, wie die Level aufgebaut sind. Also zum Beispiel ist es ein Open-World-Game oder ist es Level-basierend, Runden-basierend. Ist eben eine wichtige Sache, gerade bei Wirtschaftssimulationen zum Beispiel, da gäbe es sehr viele Optionen, wie man das Ganze machen kann. Vielleicht sagt euch die Gilde was, das Spiel, also die Gilde 1 oder 2. Das ist ja zum Beispiel eine Art einer Wirtschaftssimulation. SimCity ist auch eine Art der Wirtschaftssimulation, aber eine ganz andere. Also ihr seht, da gibt es viele Objekte im Endeffekt. Der nächste Punkt heißt Konzept definieren. Da geht es im Endeffekt darum, das Ganze nochmal zu definieren, wie, was, wo, wann geschehen soll in dem Spiel. Also noch nicht geschichtsträchtig, sondern wie das Ganze laufen soll. Es fängt schon bei Kleinigkeiten an. Habt ihr zum Beispiel First-Person- oder Third-Person-Sicht? Das sind Kleinigkeiten, über die sich vorher aber schon mal Gedanken gemacht werden soll, weil das auf die ganze Atmosphäre des Spiels wirkt. Und in diesem Konzept könnt ihr euch so ungefähr durchhangeln, wie das Ganze aufgebaut werden soll. Also zum Beispiel, man startet die Level, indem man durch ein Portal geht und man kommt dann in dieser Schlauchlevel, bei diesem Diablo-Side-Scroller als Beispiel jetzt, in einer gewissen Dimension raus, durch die man durch muss und am Ende der Level ist dann wieder ein Portal, was einen wieder zurückführt oder eben in die nächste Level oder. Bei Diablo war es ja selbst so, dass man oben reingegangen ist, bei Diablo 1 zum Beispiel, man ist oben in diese Gruft rein, in diese Katakomben und ist dann immer Treppe für Treppe nach unten in die nächste Level, das ist wieder der Aufbau der Level und so hat man sich eben nach unten vorgearbeitet. Das Ganze ist ja das Konzept des Spiels, also man hat sich immer Level für Level weitergearbeitet, bis man am tiefsten Punkt im Endeffekt ist und gegen Diablo selbst kämpfen konnte. Da haben wir alles dabei, das ist das Konzept, das ist der Aufbau der Level und das ist das Ziel des Spiels. Wenn ihr das Ganze habt, könnt ihr auch mit dem nächsten Punkt schon weitermachen, dann habt ihr eigentlich den größten Teil der Kopfarbeit, was das drumherum angeht, schon mal abgeschlossen. Jetzt kommen natürlich noch einige Sachen, die äußerst relevant sind und die wirklich über Erfolg oder Misserfolg entscheiden können, beziehungsweise über Kosten auch entscheiden. Und zwar um die Software. Was braucht man alles so für Software für so ein Projekt? Da gibt es natürlich viele tausend und abertausend verschiedene Programme. Und das, was ich euch hier zeige, also die Bilder, was ihr seht, die sind, das habe ich hier unten extra nochmal hingeschrieben, die sind jetzt nicht irgendwie als Aushängeschild oder die sind nicht die besten, aber es sind eben welche, die sehr häufig benutzt werden und ich habe die jetzt hier einfach nur mal als Darstellung des Ganzen genommen. Also seid mir nicht böse, wenn jetzt ein bestimmtes Programm nicht dabei ist. Zuerst kommen wir zum Grafikdesign. Mit Grafikdesign meine ich hier das grundsätzliche Erstellen der Grafiken. Das heißt, ihr entwerft sozusagen eure Artworks für den späteren Spielverlauf. Für diese Art von Arbeit gibt es eine Menge Programme und eine Menge guter, kostenloser Alternativen. Ich habe ja auch unter anderem Adobe Illustrator aufgeführt, ist ein Vektorprogramm, das heißt, ihr malt nicht mit Pixels, sondern habt vektorbasierende Daten, das heißt, ihr gebt Punkt A, Punkt B, Punkt C, Punkt D an und er berechnet, dieses Viereck würde egal wie nah ihr ranzoomt, immer neu berechnen oder einen Kreis zum Beispiel. Das heißt, ihr habt immer scharfe Kanten, egal wie nah ihr ranzoomt. Ist eine super Sache für ein Logo zum Beispiel oder für irgendetwas, wenn ihr es theoretisch vorhabt, auf ein Plakat zu drucken oder ja, wenn ihr eben eine sehr gute Auflösung braucht, habt ihr damit im späteren Verlauf die Alternative, es immer größer oder kleiner zu machen bei gleichbleibender Qualität. Adobe Illustrator ist nicht kostenlos, es kostet relativ viel Geld sogar. Es gibt aber immer
Gratis-Alternativen. Also zu jedem Programm, das so populär ist wie zum Beispiel Illustrator oder Photoshop, diese ganze Adobe-Produktreihe, die gibt es auch in kostenloser Form nochmal. Und die sind oft gar nicht viel schlechter, manchmal sogar besser wie die Adobe-Produkte, meiner Meinung nach. Ist aber eine persönliche Geschmackssache und wo ihr euch auch am besten eingearbeitet habt. Dann kommen wir zu den Animationen. Dafür gibt es verschiedene Programme. Viele von euch kennen vielleicht den Blender. Das ist ein kostenloses 3D-Animationsprogramm. Damit könnt ihr einmal 3D-Charaktere oder Objekte eben erstellen. Ihr habt die Möglichkeit, Skelett einzubauen, also dass sich die Teile dann auch bewegen können. Und habt die Möglichkeit, Animationen, einzelne Animationen oder sogar ganze Filme damit in animierter Form darzustellen. Das Ganze geht auch mit Cinema 4D oder 3D Max bzw. Maya von Autodesk. Das ist nur die etwas professionellere Ebene. Ich persönlich arbeite gerne mit Cinema 4D, einfach weil ich damit aufgewachsen bin, in Anführungsstrichen. Finde aber auch Maya oder 3D Max einfach zu komplex für das, was ich mache. Also da ist es mir doch zu anstrengend, in Anführungsstrichen. Wer allerdings gerade neu anfängt und sagt, Geld spielt keine Rolle, das sollte zu 3D Max oder eben Maya greifen. Das ist dann eine persönliche Geschmackssache. Denn die haben eben den größten Umfang. Und wenn man es eh neu lernt, dann kann man es gleich mit dem Programm lernen. Denn die werden auch am meisten von den Profis einfach genutzt durch diesen Funktionsumfang eben. Das nächste, was wir brauchen, ist Bildbearbeitung. Mit Bildbearbeitung meine ich jetzt nicht, dass wir ein Grafikdesigner sind, das Erstellen der Grafik, sondern das Bearbeiten und letztendlich das Finish der Grafiken sozusagen. Dazu gehört zum Beispiel sowas, ihr seht hier unten das Logo, dieses Fresh. Die Grundgrafik kann man natürlich mit Illustrator stellen, man könnte das ganze Ding auch mit Illustrator stellen, aber mit Photoshop meiner Meinung nach oder GIMP eben kann man das, dem Ganzen nochmal diesen letzten Schliff verpassen, nochmal diesen 3D-Effekt besser rausarbeiten oder das Bearbeiten von Fotos, wenn ihr zum Beispiel sehr realistische Spiele machen wollt, dann kann es auch mal cool sein, wenn ihr von gewissen Objekten oder Gegenden, die in eurem Spiel vorkommen, einfach mal ein Foto macht. Wenn jetzt aus der realen Umgebung zum Beispiel nehmt, aus einem dunklen Wald oder so ein Fotomat, das einfach mit Photoshop schön bearbeitet, dass es so etwas irreal ausschaut, also dass es wirklich so ausschaut, als wäre es aus einem Spiel oder wäre es animiert, dann spart euch zum Beispiel eine Menge Animationsarbeiten. Setzt natürlich eine gute Kamera voraus und ein bisschen Kenntnisse mit Photoshop oder eben GIMP oder Paint.net. Auf jeden Fall könnt ihr mit diesem Bildbearbeitungsprogramm nochmal das letzte bisschen rausholen und nochmal schöne Effekte wirklich reinpacken. Das ist eben das letzte Quäntchen Qualität, das dann nochmal Spaß macht, es zu sehen, wenn man das Spiel dann selbst spielt. Damit habt ihr die Möglichkeit, auch theoretisch alles zu machen, auch euer Logo, auch euer Titelbild, auch die Grundgrafiken zu erstellen. Aber müsst ihr eben direkt von vornherein, und da müsst ihr aufpassen, die Sachen von der Auflösung her groß genug erstellen, dass ihr im Nachhinein nicht Probleme bekommt. Solltet ihr euer Logo nämlich in Full HD zum Beispiel auflösen und möchtet aber nachher, die Zukunft bringt ja immer mehr für uns, also mehr Leistung auch in der Hardware-Bereich. Das heißt, ihr möchtet nachher vielleicht immer auf 4K aufsteigen und wenn es auch nur die Trailer oder die Bilder eben sind, dann habt ihr ein Problem, weil dann habt ihr ein Full HD-Bild da und könnt das Ganze nochmal machen. Muss nicht sein, also denkt daran, dass es einfach lieber in einer zu hohen Auflösung macht, als in einer zu niedrigen. Dann brauchen wir noch was für Sound und Musik. Da gibt es eine unglaublich große Auswahl. Meine Favoriten sind hier der Magic Music Maker für Effekte und für die Lieder an sich, Auditation für das Aufnehmen von Synchronisation zum Beispiel oder auch nochmal dem Bearbeiten. Alles, was mit der Sprache zu tun hat, mache ich lieben gern mit Auditation. Wenn es um Musik selbst geht, dann finde ich den Magic Music Maker besser. Es gibt allerdings noch, wie gesagt, unzählige andere Alternativen, auch Gratis-Alternativen, die dem in nicht viel nachstehen. Das ist auch wieder, wie bei den ganzen anderen Programmen, eigentlich eine Gewöhnungssache. Wenn ihr jetzt wirklich gut mit Outer City zum Beispiel umgehen könnt, das ist die Gratis-Alternative zu Auditation, sage ich jetzt mal so, zum Aufnehmen eben, dann braucht ihr euch kein Auditation holen. Das wird euch nicht die Leistungssteigerung bringen, die man vielleicht vom Preis her vermuten wird. Wichtig ist nur, dass ihr nicht zwischendrin immer hin und her springt zwischen den Programmen, es mal so macht, einfach wegen der Gewöhnungssache und damit die Dateien vor allem alle die gleiche Art haben. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel mit Magic Music Maker anfangt und macht alles als Magic Music Maker Dateien in Anführungsstrichen, die könnt ihr im Nachhinein nochmal bearbeiten, exportiert das als MP3, einfach wegen dem um sich Speicherplatz zu sparen und habt danach die MP3-Datei, bearbeitet die theoretisch wieder mit einem anderen Programm, dann habt ihr endlos große Verluste und könnt das, was ihr Magic Music Maker vorher zusammengesteckt habt, nicht mehr auseinanderbasteln. Also ihr habt dann nur diese eine fertige Datei. Daher, wenn ihr ein Programm habt, bleibt bei dem Programm, das ist immer die beste Alternative. Sucht euch am Anfang wirklich erstmal Gratis-Programme raus. Wie gesagt, gibt es endlos viele, wirklich gute.
Jetzt kommen wir zum eigentlichen Kern des Ganzen. Das ist in dem Fall die Engine. Also mit welcher Engine möchte ich arbeiten? Die Engine in dem Fall stellt das Programm dar, mit dem ich alles, ich sage jetzt mal, zusammenstecke, wo dann letzten Endes ein Spielball rauskommt. Unity sollte jeder kennen, der hier das Video angeklickt hat. Also wir machen ja die Unity-Tutorial-Reihe oder eine Unity-Tutorial-Reihe. Das ist auch ein Programm, das nicht für diesen Ultra-Realismus gedacht ist, würde ich jetzt mal so behaupten. Ein großer Vorteil an Unity ist einfach, dass man in alles exportieren kann, wenn man die gewissen Elemente dazu hat. Also ist scheißegal, ob es für eine Konsole ist, fürs Android, iOS, Linux, Macintosh, ist alles egal. Ihr könnt in alles exportieren und könnt auch Webbrowser-Spiele machen. Und das ist eben eine schöne Sache. Und Unity ist meiner Meinung nach für alle gedacht, die eine schöne Grafik haben, mit dem eigenen Stil so etwas. Also Unity hat meiner Meinung nach, die meisten Spiele von Unity haben meiner Meinung nach diesen Knuddelcharakter. Ich weiß nicht, ob ich das so richtig rüberbringen kann. Es ist immer so, dieser etwas eigene, weichere Stil, eben nicht dieses ultra-realistische, eben mehr das gezielt animiert, ja nicht Comic-like, aber dieses gezielte animiert, dass man wirklich sieht, dass es animiert ist. Natürlich geht das auch in extrem hoher Qualität, das haben schon viele bewiesen bei Unity, und es ist extrem viel möglich mit Unity. Man programmiert in Unity mit JavaScript und C# gleich von Anfang an. Also wenn ihr das Video hier seht, also in dem Moment, wo das rauskommt, ist eigentlich schon ziemlich klar, dass Unity in der nächsten Version, also Version 6, sehr wahrscheinlich kein JavaScript mehr unterstützt. Also bleibt bei C#, da habt ihr auch mehr Möglichkeiten, es braucht weniger Leistung und so weiter. Wenn ihr Unity benutzt, C# benutzen. Wir haben dann noch die Unreal Engine, das ist auch eine kostenlose Engine, solange ihr nicht eben mehr als so und so viel Geld damit einnimmt, ist ähnlich wie bei Unity. Unity ist ja auch grundlegend kostenlos, erst ab 100.000 Dollar Gesamteinnahmen durch das Projekt, was ihr mit Unity realisiert habt. Erst ab dann müsst ihr euch die Pro-Version von Unity kaufen und eben die zusätzlichen Programme bzw. Packs, die dazu nötig sind, um das Ganze zu exportieren für eben als Beispiel jetzt Xbox oder Android. Ich glaube, Unity kostet im Monat 75 Dollar oder 1500 Dollar an sich, also einmalig, dann habt ihr es. Unreal Engine, da ist das Preissystem ein bisschen anders. Ich kann euch gerade gar nicht sagen, was das kostet. Also das ist auch eine schöne Gratis-Sache. Unreal Engine ist dann eben mehr für diesen Realismus, für diesen Ultra-Realismus, also die Grafik, wenn ihr einschaltet und denkt, so was, schaue ich gerade einen Film oder ist es ein Spiel? Das ist mehr so die Unreal Engine. Also die gibt sich, da habt ihr wirklich sehr viel Grafikleistung, sage ich jetzt auch mal. Meiner Meinung nach ist die Unreal Engine noch ein Ticken professioneller wie Unity, aber nicht so einsteigerfreundlich. Ist aber auch nur eine Geschmackssache. Ich persönlich arbeite sehr gerne mit Unity, habe auch inzwischen schon des Öfteren mal mit Unreal gearbeitet, aber Unity ist immer noch mein Favorite. Dann kommen wir noch zu CryEngine. CryEngine kostet prinzipiell im Monat 10 Euro. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie, also 9,99 Euro oder so, aber ich weiß nicht, ob es da irgendwie eine Grenze gibt, sage ich mal, dass es heißt, okay, aber wenn du über, ich sag jetzt mal, 1 Million Dollar einnimmst, dann musst du mehr zahlen oder so. Letzten Endes ist es auch ein relativ günstiger Preis für so eine mächtige Engine, auch die CryEngine. CryEngine ist von den gleichen Machern wie das Spiel Crysis, und wer Crysis schon mal gespielt hat oder gesehen hat, sieht, dass da einfach wirklich eine atemberaubende Grafik auch mit realisiert wird. Und es ist aber sehr leistungshungrig, also die CryEngine ist jetzt nichts für Omas Hinterhofrechner, sondern da braucht ihr schon wirklich eine Rechenmaschine, um damit dann auch wirklich umgehen zu können. Wenn ihr nicht vorhabt, ein Spiel zu machen, was wirklich grafisch einen wirklich vom Hocker haut, dann braucht ihr auch eigentlich nicht die CryEngine, sage ich jetzt mal freundlich. Hat natürlich auch andere Vor- und Nachteile, aber darüber lest euch besser selber schlau. Das könnt ihr auch alles entscheiden, wenn ihr wisst, was ihr für ein Spiel macht, wenn ihr wisst, welches Konzept ihr habt. Ich persönlich würde für das Gothic-Konzept, also dieses Gothic 2, was ich am Anfang erwähnt habe, wahrscheinlich die Unreal Engine nehmen sogar. Mit Unity wäre das auch gut machbar, aber ich glaube, da wäre die Unreal Engine sogar noch besser für geeignet, weil man dann die Grafik etwas realistischer machen könnte, nicht ganz so Comic-like, und dann glaube ich, würde das diesen Mittelalter-Flair besser rüberbringen. Für den Diablo-Side-Scroller würde ich allerdings Unity nehmen, einfach weil das doch relativ klein gehalten wäre, also von den grafischen Dateien, also von der Leistung, und von daher kann man damit Unity meiner Meinung nach schöner arbeiten. Ich habe dann hier noch von Clickteam Fusion 2.5 stehen, man sieht nur Fusion hier, 2.5 ist das aktuelle. Das ist auch ein Programm in der Größe wie zum Beispiel Game Looper, den ich erst neulich vorgestellt habe. Das ist relativ simpel gemacht, also wirklich für Einsteiger auch, mit wenig bzw. gar keinen Programmierkenntnissen.
Damit wurden auch schon sehr schöne Spiele realisiert. Ist auch eine Möglichkeit, ist relativ günstig, gibt auch wieder eine freie Version. Würde ich allerdings trotzdem Unity noch vorziehen, weil meiner Meinung nach Unity deutlich mehr kann als das Fusion 2.5 und trotzdem die Hürde, ab wann es teuer wird, deutlich höher gesetzt ist. So, ich würde sagen, damit haben wir die Software erstmal durch und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der doch entscheidend ist letzten Endes. Die Frage ist, was ihr vorhabt. Also habt ihr die Möglichkeit, eure Hardware zu kaufen, nachdem ihr festgelegt habt, was ihr braucht, oder habt ihr Hardware, mit der ihr arbeiten müsst, dann solltet ihr zuerst eure Hardware klären, was ihr alles habt, und dann Software. Es gibt nämlich Programme, die vielleicht so nicht möglich sind bei euch. Also aufgrund der Leistung, die sie erfordern. Wenn ihr allerdings freie Wahl habt, in Anführungsstrichen, wie gesagt, das ist der Masterplan, das ist so eine Idee von mir, zuerst die Software raus und anhand der Software dann die Hardware. Erster Linie, was braucht man alles für so ein Projekt, das ist natürlich das Wichtigste, der Computer an sich. Natürlich solltet ihr einen möglichst leistungsstarken PC haben. Arbeitet ihr jetzt viel mit, als Beispiel, After Effects oder arbeitet ihr viel mit Photoshop? Ihr solltet prinzipiell einen guten Packen Arbeitsspeicher drin haben, denn es wird euch sehr schnell passieren, dass ihr ganz viele Programme gleichzeitig offen habt. Und ihr solltet eine relativ leistungsstarke CPU haben. Die GPU ist weniger wichtig, denn beim Filmerendern, also wenn ihr zum Beispiel Trailer erstellt etc. oder Animation, wird zum Großteil eigentlich die CPU benutzt. Die GPU ist auch in der Mittelklasse schon relativ leistungsstark für Renderarbeiten, wenn denn die GPU für Renderarbeiten benutzt wird. Hängt wieder von vielen ab, also von dem Programm, von der GPU an sich, also GPU ist die Grafikkarte. Von daher, am besten ist natürlich, wenn alles so leistungsstark ist wie möglich, das ist eine ganz klare Sache, denke ich mal. Aber ich würde sagen, wichtig, also Hauptaugenmerk liegt auf Arbeitsspeicher und auch natürlich auf dem CPU dann. Das nächste ist ein sicherer Speicherort. Das ist auch eine Sache, die man nicht unterschätzen sollte. Also es ist schon wichtig, was ihr für einen Speicherort wählt, denn der muss verschiedene Vorteile bieten. Einmal soll der relativ schnell sein. Also eine alte Festplatte, die noch irgendwo im Regal liegen sieht, soll es nicht sein. Nicht nur wegen der Geschwindigkeit, auch wegen der Sicherheit her. Aber die Geschwindigkeit ist wichtig, wenn ihr zum Beispiel Sachen rendert, wenn ihr viel laden müsst etc. Also ihr ladet euer Projekt in Unity als Beispiel. Jetzt habt ihr ein Projekt inzwischen, das schon sehr weit ist, das einfach mal, wo die Projektdaten einfach mal, ich sag mal, 200 GB groß sind. Ihr ladet das Ganze und auf einmal brauchst du halt eine Viertelstunde, nur um das Programm zu starten. Das ist natürlich eine Sache, die nicht sehr schön ist und das sollte man möglichst vermeiden, weil das auch einfach den Spaß am Arbeiten dann hemmt. Das nächste ist, es sollte natürlich sicher sein. Das heißt, eine einzelne Festplatte würde ich persönlich nicht empfehlen. Also mindestens in RAID schalten. Es gibt verschiedene RAID-Arten, aber ihr schaltet das so in RAID, dass sie parallel zueinander laufen und sich gegenseitig spiegeln. Das heißt, wenn eine Festplatte ausfällt, dann sind die gleichen Daten auf der anderen Festplatte. Ihr habt dann die Möglichkeit, die eine Festplatte auszutauschen, dann werden die Daten wieder gespiegelt und ihr habt die Daten wieder auf beiden Festplatten. Ist eine super Sache, sollte man auf jeden Fall machen, wenn man die Festplatte bei sich zu Hause stehen hat. Vielleicht macht sogar Sinn, externes NAS-Laufwerk, also wirklich ein kleines Gehäuse, wo 2, 3, 4, 5, 6 Festplatten, 12 Festplatten wegen mir drin sind, je nachdem wie groß euer Projekt werden soll oder wie sehr ihr es gesichert haben wollt. Je nachdem gibt es NAS-Laufwerke in jeder Preiskategorie und auch Festplatten in jeder Preiskategorie. Ich würde empfehlen, am Anfang, also wenn ihr vorhabt, ein MMORPG, darum geht es hier zu bauen, und möchtet das alles aber in einem vernünftigen Rahmen halten, eventuell ein kleines NAS-Laufwerk mit 2 Festplatten, mit je 2, 3 oder 4 Terabyte, also logischerweise wird der Speicherplatz dann halbiert, denn die werden ja bloß kopiert, die Daten, also wird er gespiegelt. Das heißt, ihr habt zweimal die gleichen Daten, also wenn ihr 2 4 Terabyte Festplatten reinstecken würdet, hättet ihr insgesamt bloß 4 Terabyte Speicherplatz. Mit 4 Terabyte kann man allerdings ganz schön was anfangen, vorausgesetzt natürlich, man hält alles sauber und schmeißt nicht jeden Müll drauf. Der Vorteil an so einem NAS-Laufwerk wäre, das sollte man dann bei demjenigen im Team abstellen, der die schnellste Internetverbindung hat, also wohlgemerkt den schnellsten Upload hat, denn dann können die anderen dementsprechend schnell darauf zugreifen. Kleines Rechenbeispiel, ich habe DSL 50.000, wenn man mal auf mein NAS-Laufwerk hier zugreift, ich habe einen Upload von 10.000. Das ist immer abhängig vom Provider, man könnte sich auch mehr geben lassen eventuell, müsst ihr mit eurem Provider drüber reden, also mit der Telekom 1&1 oder wo auch immer ihr seid. Und dann kann derjenige, der auf euer NAS-Laufwerk zugreift, natürlich mit 10.000 Kilobit Sekunde downloaden. 10.000 Kilobit ist nicht viel, das sind bloß 1,28 Megabyte die Sekunde, rein rechnerisch gesehen, also ein Achtel davon. 1,2 Megabyte die Sekunde reicht, um sich Daten rüber zu kopieren. Wenn es aber jetzt wirklich um große Daten geht, wird es schon knapp.
Dann macht es vielleicht dann sogar noch mehr Sinn, nochmal einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, okay, wir investieren ein bisschen Geld in den Cloud-Speicher. Ein gutes Beispiel dafür ist, denke ich, Dropbox. Dropbox, da habt ihr dann im Anführungsstrichen endlose Geschwindigkeit, also jeder kann jederzeit voll drauf zugreifen. Ihr könnt das schön synchronisieren mit Ordnern auf eurem Rechner. Also ihr stellt einfach einen Dropbox-Ordner, der wird dann immer synchron gehalten mit dem Online-Ordner sozusagen, also mit dem Online-Speicherplatz. Und ihr habt die Möglichkeit, alle gleichzeitig mit voller Geschwindigkeit im Endeffekt drauf zuzugreifen. Nachteil in Anführungsstrichen ist, dass ihr den Speicherplatz bei jedem auf dem PC braucht. Das heißt, ihr könnt diesen Speicherort für Projektdaten nehmen, die prinzipiell vielleicht von jedem verarbeitet werden. Oder ihr investiert das Geld und kauft jedem oder jeder kauft sich eine 2, 3 oder 4 Terabyte Festplatte, damit man eben diesen nötigen Speicherplatz hat und benutzt möglichst die ganze Festplatte dann nur für das Projekt. Wie gesagt, am besten 2 Festplatten, wobei das dann bei diesem Cloud-Speichersystem nicht nötig wäre, denn wenn ihr jetzt, ich sag mal, zu dritt oder zu viert oder zu fünft arbeitet, habt ihr ja nicht nur den Cloud-Speicher als Sicherheit, sondern habt auch die Möglichkeit, ich sage jetzt mal, wenn Dropbox ausfallen würde, in Anführungsstrichen, dann habt ihr nochmal 4 bzw. 5 oder je nachdem, wie viele Festplatten es sind, wo die ganzen Sachen drauf gespeichert sind. Also damit hättet ihr eigentlich die höchste Sicherheit des Ganzen. Wenn wir jetzt also den Computer haben, deinen Speicherort dafür ausgesucht haben, wir gehen jetzt mal vom Cloud aus, also von der Cloud, dass wir online speichern im Dropbox, dann ist natürlich noch wichtig, da sollte man sich im Vornherein schon mal drüber Gedanken machen, wir werden später aber noch genauer darauf eingehen, wie das Ganze mit einem Server aussieht. Ein MMORPG ist eine schöne Sache, aber irgendwo müssen die Daten gespeichert werden und die Daten abgeglichen werden. Nehmen wir an, wir würden die ganzen Daten offline speichern und die Leute würden sich online zum Beispiel nur begegnen, nur sehen oder könnten nur in Anführungsstrichen handeln, dann hättet ihr das Problem, dass jeder, wenn die Daten nur offline gespeichert sind, die Daten über zum Beispiel einen Arbeitsspeicher einfach faken könnte und jeder könnte cheaten, wie er lustig ist, indem er einfach nur die richtigen Daten an der richtigen Stelle eingibt. Das ist natürlich keine schöne Sache, deswegen sollte das immer mit dem Server synchronisiert werden und wenn da irgendwas geschieht, also wenn derjenige ganz am Rechner den Client irgendwie manipuliert zum Beispiel, dann würde entweder das Spiel abstürzen, unsynchron werden oder sonst irgendwas. Also dafür gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Im Punkt des Servers ist es also von vornherein wichtig, schon mal drüber nachzudenken, was strebe ich an? Das ist jetzt gar nicht so einfach. Das sagt sich ganz einfach, ist echt nicht einfach. Denn die Frage ist, was strebt ihr wirklich an? Also wollt ihr jetzt ein Spiel machen, bei dem ihr mehrere Server zum Beispiel habt? Wäre natürlich an sich eine feine Sache, wenn ihr es möglichst unterteilen könnt. Dann braucht ihr einmal keine so leistungsstarken Server. Es wäre nicht so schlimm, wenn ein Server ausfällt. Denn wenn ihr zum Beispiel 10 Server habt und einer fällt aus, ist nur ein Zehntel eurer Kunden sauer. Wenn ihr allerdings einen großen Server habt und der fällt aus, dann habt ihr das Problem, dass alle Kunden stinkig sind. Und das möchte man ja möglichst vermeiden. Das heißt also, wenn ihr die Möglichkeit habt, das in eine Art Instanzen, sage ich mal, zu unterteilen, also in verschiedene Bereiche, dass die Leute nur in gewissen Bereichen eben miteinander zu tun haben oder vielleicht ganz einfach ihr nur eine Datenbank braucht, weil die Leute wirklich nur miteinander handeln können, wie ich mir sogar über ein Textfenster oder sowas, dann würde beinahe schon eine reine Datenbank ausreichen. Auf jeden Fall gibt es da ganz viele Möglichkeiten und ihr müsst den Server explizit dafür raussuchen. Und wenn ihr davon keine Ahnung habt, dann holt euch jemanden zur Rande, der sich euer Projekt anschaut, also das, was ihr gerade schon habt im Endeffekt, der sich anhört, was ihr wirklich damit vorhabt, wie ihr das Ganze aufteilen wollt. Da müsst ihr euch auch schon vorher etwas Gedanken drüber machen und der euch dann unterstützt und euch vielleicht sogar noch Tipps gibt oder Verbesserungsvorschläge für das Ganze. Also es ist auch eine Sache, die ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, denn wenn der Server scheiße ist, dann möchte keiner das Spiel spielen. Wenn ich dauernd beim Einloggen Probleme habe oder dauernd aus dem Spiel gekickt werde oder die Leute unsynchron sind, gerade PvP, ne? Also wenn ich gegen einen anderen spiele und der laggt da rum wie verrückt, dann ist es keine schöne Sache. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt der Hardware, das ist die Peripherie, also die Zusatzgeräte sozusagen. Das ist was, auf das man auf jeden Fall achten muss. Als Beispiel, wenn man Grafikdesign macht, dann gibt es eine ganz schöne Sache. So ein Grafiktablett zum Beispiel, das ist eine ultimative Erleichterung, denn wer schon mal versucht hat, mit der Maus irgendwas am Computer zu zeichnen, wird mir sicher zustimmen, wenn er sagt, das ist scheiße. Mit dem Grafiktablett habt ihr einfach einen Stift, ihr habt ein Tablet und da könnt ihr drauf malen, als würdet ihr mit dem Stift auf dem Papier malen. Da gibt es verschiedene Spitzen für die Stifte. Ich habe hier so ein Wacom-Grafiktablett, so ein Stift hier. Der hat auch eine Radiergummiseite, dass wenn ihr den umdreht und mit dem radiert, die haben Neigungswinkel, also je nachdem, wie ihr den Stift neigt, ändert sich eben die Stiftspitze, gerade bei Photoshop kann man das ziemlich genial einstellen, das finde ich cool.
und habt da zig Optionen für und da habt ihr wirklich ein ultimatives Zeichenwerkzeug. Damit erleichtert ihr euch das ungemein. Also das ist zum Beispiel eins der Sachen, die ich beim Game Design nie mehr missen möchte, ein Grafiktablett. Was auch noch eine gute Sache ist, ist einfach eine gute Kamera. Gerade wenn man im Bereich Design ist oder gerade am Anfang noch in der Ideenfindung und man sagt zum Beispiel so, hey, ich habe doch hinterm Haus diesen hammergeilen Wald, der so gruselig ausschaut zum Beispiel. Dann kann man da mal reingehen, man kann schöne Fotos machen, man kann die ein bisschen bearbeiten. Man muss ja auch nicht direkt anfangen mit Artworks, indem man einfach aus dem Nichts heraus 3D-Programme, mit 3D-Programmen Objekte gestaltet, sondern man kann sich zum Beispiel mal ein Foto machen in diesem Wald und kann dann mit Photoshop oder GIMP etc. kann dann einfach ein paar Sachen reinmalen oder animieren, auch wie hier mir mit anderen Sachen. Und kann mal gucken, wie das Ganze wirken würde in einem gut animierten Wald, ohne dass man sich vorher die Arbeit machen muss, diesen Wald zu animieren. Also da gibt es eine Menge Peripheriegeräte, die ihr wahrscheinlich aber erst im Laufe der Entwicklung einfach entdecken werdet, denke ich mal. Und ja, verzichtet nicht so ganz auf das Thema, weil es wirklich viele schöne Hilfsmittel gibt. Dann würde ich mal sagen, kommen wir zum letzten Part im Endeffekt. Das Ganze dauert schon ein bisschen länger, als ich gedacht habe, aber ich wollte es maximal 3 Teile unterteilen. Einer der auch ultimativ wichtigen Sachen, ich glaube, es gibt eigentlich gar keinen unwichtigen Punkt, die Geschichte. Wie, was, wer, wann, wo, das ist natürlich das A und O für jedes Spiel. Es gibt natürlich Spiele, die reine, ich sag mal, Flappy Birds, Angry Birds, das sind natürlich Spiele, die brauchen nicht viel Geschichte. Da hat man einen Vogel, da hat man böse Schweinchen und da muss man drauf schießen und kaputt sind sie. Oder ich sag mal Temple Run, dann rennt man einfach nur in die Gegend lang. Ne? Aber ein MMORPG ist eine andere Geschichte. Man möchte die Leute möglichst lang binden. Und dazu braucht man eine möglichst ausgearbeitete Geschichte. Denn Fakt ist, bei einem Film, da kommt der Charakter immer dahin, wo die Geschichte gespielt wird. Bei einem Spiel ist es genau umgedreht. Da muss die Geschichte immer da sein, wo der Charakter rumläuft. Das heißt, wenn ich in das kleinste Dorf im hinterletzten Bereich gehe, dann muss da noch die Geschichte vorhanden sein. Also da muss noch was sein, was mich dazu auch bewegt, da weiterzuspielen oder eben direkt dahin zu gehen. Wir fangen einfach mal mit den Grunddingen einer Geschichte an. Das ist der Prolog, Beginn, Hauptteil und Ende. Im Prolog, das ist ein kurzes Vorwort, einfach zu der Geschichte, vielleicht eine kurze Erläuterung der Welt, also in welchem Zeitalter man lebt oder ob gerade Krieg ist etc. pp. Einfach damit die Leute so eine kurze Vorstellung haben, worin sie sich befinden. In einem Spiel ist es nicht einfach nur ein Prolog, sondern meist das Tutorial auch. Danach kommt der Beginn. Zu Beginn der Geschichte sollte man möglichst versuchen, alle Charaktere vorzustellen und die Charaktere allgemein etwas besser auszuleuchten. Das heißt, man soll die Hintergrundgeschichten der Charaktere erfahren, damit man eine Bindung zu diesen aufbaut. Es ist im Spiel jetzt schön und gut, wenn man dann einen Endboss hat, zu dem man aber keine emotionale Verbindung hat. Als Beispiel, wieder Angry Birds, ist jetzt negativ Beispiel, schießt mit einem Vogel auf Schweine, das ist eine schöne Sache. Schwein kaputt, ich habe gewonnen. Aber das ist schon eine ganz andere Geschichte, wenn ich zum Beispiel Final Fantasy 7 spiele und am Ende wirklich einen Hass auf den Endgegner Sephiroth habe und ihn wirklich besiegen möchte, weil er es einfach verdient hat in dem Moment. Und das ist eben das, was die Leute dazu bringt, das Spiel dann auch toll zu finden. Und sie empfinden dann ja auch Sympathie irgendwo für den Bösewicht. Aber eben nur, wenn ihr das Ganze schon mal schön einleitet, eine schöne Vorgeschichte eben dazu habt, das Ganze schön einleitet und vor allem jeden Charakter, auch die Bösen, etwas mehr beleuchtet, etwas die Hintergrundgeschichte beleuchten. Das kann man eigentlich am besten zum Beginn der ganzen Geschichte machen, bevor es dann richtig losgeht. Im Hauptteil ist es wichtig, dass ihr auf den Content weiter eingeht, also auf die Hauptgeschichte. Da müsst ihr erklären, was ihr eigentlich tut im Endeffekt, warum ihr das tut und auch so das Ganze etwas komplexer gestalten, sodass die Leute auch wirklich nachdenken müssen, wenn sie was tun. Das heißt, ihr müsst da Entscheidungen treffen, die vielleicht sogar Reaktionen von Charakteren oder eventuell die ganze Welt verändern können. Und ihr baut im Hauptteil eben die höchste Spannung auf, sodass ihr euch wirklich freut und gar nicht mehr ausschalten könntet, bevor das Ende kommt. Das ist wichtig, damit die Leute, wenn die jetzt sagen, wir nehmen jetzt ein Rollenspiel eben, man ist jetzt Level 99 von 100, man muss wirklich die Lust haben, die 100. Level zu erreichen, weil dann irgendwas kommt. Wenn man jetzt einfach nur die Level aufsteigt und es geht weiter, einfach nur ein bisschen schwerer, dann hat man bei Level 50 schon keine Lust mehr, weil man ja weiß, dass egal was man tut, es wird einfach nur das gleiche Prinzip, immer nur ein bisschen schwerer. Wenn man jetzt allerdings, wie gesagt, die Spannung aufbaut und dann wirklich einen Bereich schafft, wo man sagt, okay, darauf soll er sich freuen, man begegnet jetzt zum Beispiel dem Bösewicht, den man zu Beginn der Geschichte genauer erläutert hat, begegnet dem Bösewicht,
dann hat man wirklich Lust auch auf das Ende, dann möchte man das tun, dann hat man die Motivation, den Bösewicht zu besiegen oder eben beim Rennen schneller zu fahren wie der andere. Am Ende, habe ich ja gerade auch schon fast gesagt, ist es wichtig, dass der Höhepunkt kommt, also auch nicht zu spät, sondern der muss schon relativ präsent sein. Es sollte auch eine Sache sein, die jetzt nicht zu kurz ausgehandelt ist. Also wenn ihr jetzt ein Spiel habt, das 100 Stunden Spielzeit habt, ihr baut 99 Stunden Spannung auf, in 20 Minuten haut ihr den Höhepunkt durch. Also mit Höhepunkt meine ich jetzt die Begegnung zum Beispiel mit dem Endgegner, vielleicht nochmal eine Aussprache, wie es eben oft so ist. Und den Kampf, dann im Endeffekt die direkte Nachgeschichte danach. Und dann kommt der Trailer-Credits, Ende, Puff. Das ist keine schöne Sache. Also versucht es dann lieber etwas besser ausklingen zu lassen und den Höhepunkt auch wirklich so auszubauen, dass das zum Rest der Geschichte passt. Wenn ihr das gemacht habt, dann lasst die Geschichte schön ausklingen und erzählt noch so ein paar Sachen hintenrum. Oder was auch immer eine ganz schöne Sache ist, lasst die Charaktere noch ein bisschen reden. Lasst sie nochmal, ich sag mal, eine Party feiern oder ähnliches, wo sie einfach nochmal ein bisschen ausgelassen, vielleicht in ganz anderen Situationen, wie man sie aus dem Spiel kennt, einfach antrifft. Und wenn ihr das habt, ist ganz wichtig, dass ihr nochmal so dieser letzte Satz vom Hauptcharakter oder eben dieser letzte Hinweis vom Endgegner, das letzte Quäntchen, was euch dazu bringt, zu sagen, hä? Was hat er gerade gesagt? Da muss noch ein zweiter Teil kommen oder ein Update oder ne, eine Fortsetzung. Das ist auch eine wichtige Sache, da haben die Leute richtig Bock drauf, dann denken die viel drüber nach. Und so wie die Leute viel drüber nachdenken, kommunizieren sie viel darüber. Und wenn sie viel darüber kommunizieren, dann habt ihr schon mal euer Community geschaffen. Und das allein nur mit der Geschichte, bevor ihr irgendwas wirklich programmiert habt. Natürlich gibt es in der Geschichte noch mehrere Aspekte. Wichtigsten Aspekt ist in meiner Meinung nach die Charaktere. Wichtig ist für euch selbst, also hinter den Kulissen sozusagen, schreibt euch Steckbriefe. Vorname, Nachname oder wie das in eurer Welt eben so üblich ist, wenn sie drei Namen haben oder sonst irgendwas. Dann ist es wichtig, dass ihr euch sowas notiert wie Alter. Aber nicht einfach nur reinschreiben, der ist 20 Jahre alt, denn wenn eure Geschichte drei Jahre weiter ist und der Typ ist bei euch immer noch 20 Jahre, dann kommt es ein bisschen komisch. Sondern schreibt wirklich ein Geburtsdatum im Endeffekt rein. Also macht euch so eine kleine Timeline, in der ihr einfach den ganzen Kram notiert, wann ist wer geboren zum Beispiel, damit ihr euch im Nachhinein nicht mehr verhaspelt. Es ist zwar ein bisschen umständlich, dann jedes Mal zu gucken, wann ist der geboren etc. pp. Aber es ist einmal einfacher, wie es im Nachhinein nachzulesen, irgendwo auf Seite XY, wo er vielleicht das letzte Mal vorkam. Und noch viel einfacher, als es sich zu merken, denn je nachdem, wie viele Charaktere ihr habt, wird es schon ziemlich komplex. Die Steckbriefe zählen im Übrigen auch für Nebencharaktere. Wenn ihr euch die einmal aufsetzt, ist am Anfang natürlich ein bisschen mehr Arbeit, aber ihr spart euch hinterher eine Menge Arbeit und wenn ihr irgendwie ein Update macht oder wenn ihr das Ganze doch weiter ausbaut, wenn das Ganze vielleicht erfolgreich ist und ihr möchtet danach mal ein E-Book dazu veröffentlichen oder ihr macht eine Geschichte vor der Geschichte, also ne, das gab es ja auch bei etlichen Spielen schon, dann ist es vielleicht ganz cool, wenn ihr die Steckbriefe habt und damit erspart ihr euch unglaublich viel Arbeit. Wichtig ist auch, um die Charaktere wirklich zu beleuchten im Endeffekt, ist, dass ihr auf die Vergangenheit eingeht. Also wenn ein Mensch böse handelt, handelt er meist nicht böse, einfach weil es gerade so ist, sondern es hat einen Grund, es ist oft Rache oder es ist Eifersucht. Aber wenn keiner weiß, dass derjenige Rache übt, weil man vorher zum Beispiel seine Frau getötet hat, einfach mal als Beispiel, dann ist man stinkig auf den, dann findet man den scheiße, weil der ja unnötig tötet zum Beispiel. Wenn man das aber jetzt weiß, dann kann man das nachvollziehen und somit kann man Konflikte schaffen, die die Leute wiederum dazu anregen, nachzudenken. Also man hat einen Bösewicht, der zwar offensichtlich böse handelt, weil er zum Beispiel ein ganzes Dorf niedermetzelt, aber vielleicht wurde vorher sein Dorf auch niedergemetzelt. Ob das jetzt das Ganze rechtfertigt oder nicht, liegt in eurer Entscheidung, aber es gibt eben den Punkt, das Ganze anzuregen. Also die Leute haben wieder Gesprächsstoff und das Ganze macht es interessanter. Man möchte mehr erfahren, man möchte es genauer wissen, denn man möchte sich ja selbst für eine Seite entscheiden. Kann man aber nicht, solange man die ganze Geschichte nicht kennt. Also gibt den Leuten die Möglichkeit, auch eine Geschichte der Charaktere zu erfahren. Natürlich ist es nur bei Hauptcharakteren, also zum Beispiel der Hauptbösewicht oder der Hauptcharakter selber oder die direkten Nebencharakteren, mit denen man immer zu tun hat, wichtiger wie bei jetzt dem Händler aus dem Dorf XY. Das ist eine ganz klare Sache, aber versucht es möglichst auszuarbeiten. Dann ist auch eine wichtige Sache, Vorlieben. Man kennt es vielleicht von vielen Anime-Figuren, ich weiß nicht, ob ihr Anime guckt oder nicht. Wenn ja, Son Goku ist so ein super Beispiel. Was macht Son Goku lieben gern? Essen. Ne? Er hat ein Lieblingsessen, beziehungsweise nicht direkt ein Lieblingsessen, aber er isst sehr gerne. Und er möchte am liebsten alles essen, am liebsten in der Welt voller Essen leben.
Das Ganze macht den Charakter vor allem, wo er noch klein ist, eigentlich sehr sympathisch. Und das ist eine Eigenschaft, die diesen Charakter auszeichnet. Viele von uns hatten Son Goku schon gern, einfach nur, weil er so viel gemampft hat. Das ist eine Sache, die ihr auch einbringen könnt und auch sehr sinnvoll einbringen könnt. Natürlich müsst ihr jetzt nicht jeden euer Charakter gerne essen lassen und die rollen dann alle nur noch durch die Gegenstadt zu laufen. Aber es ist vielleicht ganz sinnvoll, denen eine Eigenschaft zu geben, wie zum Beispiel irgendwas zu sammeln oder irgendwas Spezielles zu machen, sodass sie eben dieses gewisse Etwas kriegen. Das Ganze zählt auch gleich für Abneigungen. Abneigung ist genau der gleiche Fall. Es ist auch wichtig, dass sie Ängste oder Hass auf irgendwas haben. Also wie zum Beispiel Hass auf einen gewissen anderen Charakter. Ängste vor Höhlen. Ne? Platzangst zum Beispiel. Was dann wieder aus irgendwas raus zu schließen ist, also aus der Vergangenheit. Nehmen wir an, jemand wurde schon mal eingesperrt. Jetzt kommt eine Wache oder so, dann hat die Person natürlich mehr Angst wie andere, kann vielleicht nicht mehr so reagieren, erstarrt vielleicht vor Angst und so weiter und so fort. Also es gibt dann immer schöne Zusammenhänge, wo die Leute sich dann denken so, deswegen ist das so, auch wenn ihr das nicht direkt erwähnt. Wieder ein Punkt, wo die Leute drüber reden, wieder ein Punkt, was die Community anregt, sich einfach damit auseinanderzusetzen. Und dann ist noch ein Punkt, der meiner Meinung nach schon wichtig ist, aber jetzt der unwichtigste von den ganzen. Welche Ziele verfolgt der Charakter? Wichtig ist, dass ihr das wisst. Der Spieler selbst muss das gar nicht so wissen, der muss das gar nicht so rauslesen. Aber wenn ihr von vornherein diese Sachen hier einhaltet, also diese Sachen hier festlegt für jeden Charakter, ich weiß, es ist viel Arbeit, aber wenn ihr das tut, dann hat jeder Charakter ein klares Bild, dann ergibt es auch im Nachhinein für jeden Charakter Sinn, was er tut. Das heißt, ihr habt einen Charakter, der handelt aus einem gewissen Grund, weil er in seiner Vergangenheit gewisse Erfahrungen gemacht hat, der hat gewisse Vorlieben, der hat gewisse Abneigungen und der will was Gewisses erreichen. Und diese Spanne, also diese Art des Charakters, dieser Charakter selbst, der sich dann entwickelt, der Charakter des Charakters, der sich dann entwickelt, der ist dann die ganze Geschichte über gleichbleibend und wirkt somit automatisch total authentisch. Also man kauft demjenigen das direkt ab, dass er ist, wie er ist, weil er einfach die ganze Zeit so ist, weil er das eben ist. Man kann natürlich später auch Wendungen einführen etc. pp. Oder dass der Leuten was vormacht. Aber wichtig ist eben, dass ihr das vorher schon wisst, was ihr mit dem Charakter vorhabt, also in welche Richtung der Charakter laufen soll. Denn dann könnt ihr damit wirklich gut arbeiten. Und dann habt ihr später eigentlich auch sehr einfach zu finden, welche Charaktere zusammenpassen. Und das ist auch wieder so eine Sache. Man kann nicht jeden Charakter vom Typus her mit einem anderen Charakter zusammenstecken. Ne? Also wenn jetzt jemand viel Nächstenliebe empfindet und immer helfen will, ist es ungünstig, den mit jemandem rumlaufen zu lassen, der den puren Hass spürt. Ne? Also keiner wird abkaufen, dass ein sehr lieber Mensch immer bei einem bösen Mensch hängt. Außer natürlich, es gibt eine gewisse Vorgeschichte etc. Also es ist auch eine Sache, die man nicht unterschätzen sollte. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Zur Geschichte gehören natürlich nicht nur Charaktere, sondern auch die Welt an sich. Wir haben hier im ersten Punkt die Eigenschaften. Das ist eine Sache, die auch wieder für vielerlei Kleinigkeiten in der Welt von Wichtigkeit ist. Es sind eben oft die kleinen Dinge, die einem auffallen. Zum Beispiel, wie ist die Schwerkraft, Temperatur, welches Zeitalter ist gerade und gibt es Magie, beschreibt die aktuelle Gesellschaft. Also nehmen wir an, man hat jetzt eine relativ leichte Schwerkraft, dann können die Leute natürlich höher und weiter springen. Damit könnte man viele Phänomene erklären oder damit kann man die Welt allgemein agiler machen und man kann sich mehr in der Welt bewegen. Wenn man jetzt die Temperatur prinzipiell höher ansetzt, dann hat man nicht das Problem, dass man später zum Beispiel Schnee animieren muss. Damit spart man sich eine ganze Menge. Also die Temperatur einfach über dem Nullpunkt halten oder ich sag mal über 3-4 Grad, dann braucht man nur Regen und Sonnenschein, dann braucht man keine Schnee- und Eisregion, womit man sich zum Beispiel eine Menge Arbeit ersparen würde. Aber ist natürlich auch eine schöne Sache, wenn man die Abwechslung hat. Also da muss man immer so gucken. Welches Zeitalter ist gerade? Das denke ich mal, es erklärt sich von selbst, ne? Ob wir jetzt in der Zukunft, Vergangenheit oder Gegenwart sind. Es entscheidet natürlich über die aktuelle Technologie und über das Ganze, wie sich die Leute auch verhalten, dass sie zum Beispiel Aberglauben. Gibt es Magie? Wenn ja, dann versucht Magie so ein bisschen zu erläutern, sage ich jetzt mal so. Also Magie muss nicht immer, es muss nicht immer heißen, Gott XY hat den Menschen Magie gegeben, damit sie, keine Ahnung, größer, stärker, was weiß ich, werden. Sondern es kann auch mal sein, dass die Magie das ist, was die Leute im Mittelalter wirklich für Magie betrachtet haben. Also zum Beispiel Technologie. Hätte jemand im Mittelalter mit Elektrizität richtig arbeiten können oder hätte die Möglichkeiten dazu gehabt, Elektrizität richtig zu nutzen und richtig einzusetzen, dann hätte jeder Mensch geglaubt, er ist ein Magier.
Und das ist vielleicht eine Sache, womit man drüber nachdenken kann. Damit kann man sehr viel Spielereien veranstalten. Und es macht im Nachhinein Spaß, wenn man die Leute erst glauben macht, dass es Magie gibt und denen im Nachhinein zeigt, dass diese Magie einfach nur Technologie ist, die so umgesetzt wird, dass die Leute es nicht direkt verstehen und es für Magie eben halten. Dann ist auch noch ein sehr wichtiger Punkt die aktuelle Gesellschaft. Also das habe ich vorhin schon angesprochen, im Zeitalter, Mittelalter zum Beispiel waren die Leute sehr abergläubig, Frauen mit roten Haaren wurden verbrannt, weil sie alle Hexen sind. Oder wenn Menschen schwimmen können, dann müssen sie auch Hexen sein, weil normale Menschen nicht schwimmen können. Der Punkt ist, beschreibt die Gesellschaft schon so ein bisschen in dieser Geschichte, also in der Geschichte und auch für euch selbst. Also alles das, was wir hier gerade durchnehmen, ist hauptsächlich für euch selbst, aber es müsst ihr natürlich auch den Leuten mitteilen. Denn dadurch könnt ihr eine gewisse Atmosphäre schaffen schon mal in dieser Welt. Nehmen wir an, es ist Krieg, dazu kommen wir da unten noch bei Punkt 3, nehmen wir an, es ist Krieg, dann ist die Gesellschaft natürlich anders, wie wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ne? Dann Fauna und Flora, also die Tier- und Pflanzenwelt. Es ist wichtig, dass wenn ihr gewisse Pflanzen oder Tiere einfügen wollt, wie zum Beispiel ein Einhorn oder so, dass ihr das schon irgendwie bekannt gibt. Das Einhorn kennt jetzt jeder, sag ich mal, aber wenn ihr eure eigenen Tiere oder eure eigenen Pflanzen entwerft, dann müssen die auch irgendwo erklärt sein. Na, oder wenn ihr jetzt zum Beispiel gewisse Heilkräuter oder so habt, wenn jetzt einfach nur steht, wenn jetzt so eine Pflanze Heilkraut heißt, dann erklärt sich es von selbst, aber nehmt an, ihr nennt es Königskraut oder Nachtschatten oder wie auch immer, dann solltet ihr schon irgendwo eine Erklärung dazu haben, was das Ganze ist. Und zwar nicht erst, wenn man das Kraut hat in einem Tooltip, sondern vielleicht schon irgendwo, dass irgendwo ein Manuskript rumliegt oder irgendwo ein Buch rumliegt, wo das vielleicht drinsteht. Oder dass man vielleicht tatsächlich in der Geschichte schon erfährt, was das Ganze ist, bevor man eigentlich damit direkt in Berührung kommt. Einfach damit man nicht alles immer direkt erst erfährt, wenn man es berührt, sage ich jetzt mal. Dann ist noch eine ganz wichtige Sache, die Ereignisse, habe ich gerade eben schon gesagt. Wenn zum Beispiel Krieg ist auf der Welt, ich nehme jetzt mal als Beispiel The Witcher 3, da ist ja in vielen Gebieten ist einfach Krieg. Und das sieht man den Gebieten auch an und das kommt auch in der Atmosphäre rüber und das ist gezielt so. Es ist auch sehr wichtig, dass es in euren Spielern so ist. Also wenn ihr jetzt da entweder Krieg habt oder ihr habt Friede, Feuer, Eierkuchen oder ihr habt irgendwas anderes, irgendein gewisses Szenario zum Beispiel, ich sage jetzt mal eine Invasion oder es geht darum, dass man mit reichen Menschen zu tun hat oder mit armen Menschen zu tun hat. Das ist immer so eine Sache, die Ereignisse spielen eine unglaublich wichtige Rolle, um die Atmosphäre eben richtig darzustellen. Dann kommen noch die Siedlungen bzw. Städte, Dörfer, was auch immer. Es ist auch eine wichtige Sache, dass ihr aus jeder Stadt, aus jeder Gegend, sag ich mal, die besiedelt ist, so eine eigene kleine Welt macht. Jetzt nicht falsch verstehen, also kapselt das nicht alles von einem ab, auch nicht servertechnisch oder so, sondern die eigene Stadt, also die Leute haben sich da zusammengerottet und haben da eine Stadt errichtet oder eben eine Siedlung. Und die haben das aus einem gewissen Grund gemacht. Die haben eine gewisse Vorgeschichte, die haben da die Stadt gegründet, die haben Bündnisse oder Feindschaften mit irgendwelchen Leuten, die haben gewisse Gegebenheiten, gewisse Gepflegtheiten, also keine Ahnung, die einen sind vielleicht eher so eine Art Wikinger, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, und die anderen sind mehr so Assassinen oder sowas, einfach mal ganz grob jetzt dargestellt. Die haben natürlich alle andere Sitten und die verhalten sich anders, die denken anders, die handeln anders. Also einfach nur wichtig, dass ihr die Stimmung einer Stadt einfach richtig einfangen für die Stadt auch selbst. Also das ist wirklich der einzelne Punkt. Das natürlich muss jetzt nicht jede Stadt immer komplett anders sein wie der andere. Das funktioniert ja gar nicht. Aber zumindest gebietsweise die Städte ähnlich, aber trotzdem, ne, dass jede Stadt ihren Reiz hat, dass man da auch hingehen möchte. Macht jetzt keinen Sinn, wenn ihr 43 Mal die Stadt oder das Dorf 1 kopiert und dann, okay, wir haben 500 Siedlungen insgesamt. Davon sind aber, was weiß ich, insgesamt bloß 10 verschiedene. Da macht es keinen Sinn, weil es keinen Spaß machen würde, die anderen Siedlungen zu besuchen, weil es da ja nichts gäbe, außer das Wiederholte, was man schon mal gemacht hat. Jetzt kommt noch ein Punkt, der mir anders einfach nicht, ich wusste nicht, wie ich es besser ausdrücken könnte, also mit welchen Worten. Fiktive Plausibilität. Fiktiv, also die eure erdachte Geschichte im Endeffekt plausibel darstellen, also vernünftig so, dass die Leute euch das abkaufen, was ihr erzählt. Wenn ihr die ganzen Punkte einhaltet, ist das kein Problem, dann kaufen euch das die Leute im Normalfall ab, wenn ihr jetzt nicht zu abgedreht seid. Aber es ist wichtig eben, dass das alles stimmig zueinander passt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel in einer Welt seid, die im Mittelalter spielen soll und alle laufen mit Schwertern rum und Äxten, nur euer Held, der hat ein Maschinengewehr, dann kommt es nicht ganz so plausibel rüber, warum hat der eins und die anderen nicht und so weiter und so fort. Also könnte man auch wieder erklären, aber es muss eben alles erklärt werden, sodass die Leute wirklich glauben, was sie da sehen. Also die müssen euch das abkaufen. Einen Spruch habe ich da unten noch hingeschrieben, es ist eben wie es ist, das kommt nie gut. Also zum Beispiel, wenn es keinen Schnee gibt, ne? Es gibt halt einfach keinen Schnee.
das kann man so sagen und es werden auch viele so hinnehmen, sehr wahrscheinlich. Aber es ist auch viel schöner, wenn man erklären kann, dass die Temperatur einfach so hoch ist, dass es keinen Schnee gibt, weil zum Beispiel das Ozonloch so groß ist oder etc. pp. Also es macht einfach viel mehr Sinn und es ist viel schöner, wenn man eine Erklärung und eine Erläuterung dafür hat. Ich würde auch sagen, das war es jetzt mit dem ersten Teil. Das ist deutlich zu lang geworden. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen und ihr könnt damit was anfangen. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonnieren und schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet und eventuell, ob ihr Ideen oder Anregungen habt, wie man das Ganze anders machen könnte. Ich freue mich. Bis dahin, macht's gut. Auf Wiedersehen.